Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. 3 Fragezeichen Orakel am 17. November 2020. Die erste Frage ist, was denkt er? Und die erste Karte gibt dazu die Antwort. Auf diesem Bild sehen wir einen König. Und in seiner Hand ist ein goldener Taler. Hier handelt es sich um Finanzen, indirekt seine berufliche Situation, das, was ihm beschäftigt gerade und will das in Ordnung bringen. Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Auf diesem Bild sehen wir einen Ritter. Und er zeigt diese ritterliche Haltung. Diese Münze in seiner Hand zeigt wieder die Finanzen, indirekt seine berufliche Situation, die Sicherheit, Stabilität, Materie, aber bedeutet auch Wertschätzung, inneren Werte und das, was jetzt entgegenkommt. Und die dritte Karte zeigt, was macht er, was vermittelt er, das schauen wir auch an. Auf dieser Karte sehen wir einen Dieb. Wenn der Dieb erscheint, dann nimmt was mit und das fehlt. Das kann auch seine Sehnsüchte bedeuten. Vor allem die Zahl 7 auf dieser Karte steht mit Mond in Verbindung und das symbolisiert Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte und Träume und das hat er auch. Diese Karte bedeutet Verlust. Er hat Verlustangst. Er hat Angst, seine Arbeit zu verlieren. Er hat Angst, Geld zu verlieren. Er hat Angst, dich zu verlieren. Und die Tagesbotschaft zeigt diese Schokoladekarten. Eine Herausforderung. Das hat gar nicht mit dir oder mit euren Beziehungen was zu tun, sondern es handelt sich um seine Arbeit, es handelt sich um Finanzen. Das mit diesem Diebstahl kann auch ein Betrug sein. Oder jemand versucht, Geld aus der Tasche zu ziehen oder fordert Geld ungerecht. Er steht schon in dieser großen Herausforderung. Und das war mein 3-Fragezeichen-Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.